Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Oha, was ist das? Ich glaube, du hast's erledigt. Sieh mal da oben! Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Junge. Jawohl. Was steht da? Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die den Roben haben verloren. Dieses Zeug überhaupt her? Ja! Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Ich setze sie mal zusammen. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Moment, ist das Cindy? Gehen wir an die Arbeit. Jederzeit willkommen!
Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschungen. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie, aber... Oh, oh, na gut, es ist Magie. Jetzt zufrieden. Da macht jemand lieber mit meinem Bruder Geschäfte. Ein großer Fehler. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Nur, dass die Alben immer um das Licht kämpften. Und deshalb isoliert blieben. Nochmal, ich habe nichts gesagt. Ich könnte schwören, du hast was gesagt. Ah! Au! Was ist denn, Junge? Oh. Stimmen! Hörst du das nicht? Ich höre nichts. Jetzt hört es auf. Da war Geschrei. Viele Stimmen, zornig. Du hast das nicht gehört? Nein. Es war... böse. Sieh mal, sollten wir mit ihnen reden? Nein. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Sie halten uns nicht auf. Also gehen sie uns nichts an. Aber sie gehen uns nichts an. Sieh dir das an. Das muss der Ringtempel sein. In Alfheim kennt man auch Sandschalen. Soll ich lesen? Was wird gefragt? Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo Runen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Ich glaube, du hast recht. Die Runen sind nicht hier. Sollten wir vielleicht zum Tempel gehen? Traurig, der Streit zwischen den Alben. Alfheim ist so schön, aber... Die blaue Tür! Das muss der Eingang sein! Gehen wir! Vorsicht, Junge.
Was machen die denn? Die Brücke ist... Sie haben den Kristall mit diesem Zeug bedeckt. Warum? Um Verstärkung den Weg abzuschneiden. Warte, wie geht's nach? Können wir die Brücke von da unten aktivieren? Gut, also das hat etwas bewirkt, glaube ich. Mach dich bereit! Wir gehören hier nicht hin. Moment, so miteinander kombiniert sehen sie aus wie eine Rune, aber das ergibt keinen Sinn. Komm, zurück zur Sandschale. Traurig, der Streit zwischen den Alten. Alfheim ist so schön, aber Krieg macht es hässlich. Du siehst mit den Augen eines Kindes. Im Krieg sieht ein Soldat Schönheit nur im Blut seines Gegners. Der Rest von ihm ist verloren und kehrt manchmal nie zurück. Genug. Geschichten nur auf dem Boot. Vater, die Sonnen und der Ring formen eine Alpenrune. Zeichne sie. Junge! Es waren wieder die Stimmen, aber andere Stimmen. Weniger wütend. Sie baten um Hilfe. Wir sind wegen des Lichts hier. Es ist mir egal, wer sie sind oder was sie wollen. Dir ist immer alles egal. Willst du mir irgendwas sagen? Nein. Lüge! Was passiert? Sieh mal, was wir gefunden haben. Vater? Ja? Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Er sieht anders aus. Sieh dir diese Hörner an.
Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Halte dich von den Käfigen fern. Warum sind sie eingesperrt? Mach dich bereit. Was? Sei bereit! Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. Du hattest vorhin Unrecht. Oh. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut.
Hier geht es nicht rüber und die Bogensehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Bestimmt. Mehr davon. Wenn wir genug wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Rechne mit Widerstand. Klar. Wir gegen ihn verwenden.
Halte Wache, Junge. Du frierst dir zuerst ein. Gut. Ja, wir haben ihn jetzt wieder da. Suchen wir einen Weg nach oben. Das Licht erschafft offenbar mehr als nur Brücken. Vielleicht bringt uns das hier nach oben. Die blaue Tür! Wir sind da! Ich werde mich nie dran gewöhnen, auf festem Licht zu laufen.